Gewichtsverlust und Fisch. Täuben und Transport. Oh Gott. Okay. Ich bräuchte bitte den Heli. Wo ist er denn? Direkte Steuerung. Komm her. Das sollte ja nicht das schwerste Ziel sein in dem Fall. Ganz einfach zum Abschießen. Bis der läuft, sind wir schon durch mit dem Pfeil. Da schön vorne nochmal in die Brust rein und nochmal in die Brust. Da liegt er auch schon. Einmal ihn bitte hier hin. Der ist zugest... Wissenschaftler ausruhen lassen. Ja. Ich brauche welche mit hohen Werten. Warten wir kurz. Haben wir gleich. Ich brauche welche mit hohen medizinischen Werten. Ernsthaft? So wenig mit hohen Wohnbefinden? Komm her, dich brauch mal. Scheint es mir noch ein guter Fang zu sein sonst. Gut, dann holen wir uns den noch. Oh Gott. Ich brauche einen denn. Wie lange seid ihr jetzt nicht verfügbar? Ich hoffe, der schläft einfach die 2 Minuten. Ich hoffe es einfach. Er soll einfach schlafen. Dann sollte sich das erledigen von selber. Nicht sterben, einfach schlafen. Das wäre sehr, sehr praktisch. Dass ich wieder das ganze Team brauche. Oh, ja. Kann ich etwas forschen? Wenn wir schon dabei sind. Lohnt sich wahrscheinlich in der Story relativ wenig, aber... Effizienz auf dem Wissenschaftlertraining. Für die Ausbildung... Okay, aber dafür geht's. Dann brauche ich auch wieder Wissenschaftler. Komm. Wir haben es fast geschafft. Also ich kann euch jetzt schon sagen, diese Folge wird in 4 Teile geschnitten und es passt mir super. Weil ich original die Woche, für die Woche und für nächste Woche schon Folgen brauche, weil ich nächste Woche nicht im Lande bin. So. Und Aufgabe starten. Jetzt wird er abgeholt. Jetzt bin ich gespannt. Wir hatten noch nie einen Riesen-Dino auf dieser Behandlungsfläche. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Transport hat begonnen. So, dann schauen wir noch mal, was passiert. Jetzt sehen wir wieder gedenkwürdige Bilder. Floop! Kriegt sozusagen Roboterarme über den kompletten Platz drüber in dem Fall. Ah, den kann ich sicher genauso wie die anderen reinsetzen. Er braucht halt noch Nüsse. Er ist halt doch wieder ein ganz anderes Kaliber am Tier, ne? Wie lange dauert das jetzt circa? 25 Minuten, 25 Sekunden. Ich weiß immer noch nicht, wie die vorne ausgebrochen sind, ne? Das verwundert mich bis jetzt immer noch. I don't fucking know. Das ist so weird. Da war ja nicht, da war kein Zaunloch, aber nix. Der muss irgendwie Sprungkraft bekommen haben oder sowas. Kann ich bitte mir zu dem was durchlesen, weil ich mag den jetzt nicht nochmal aufwecken danach. Dann kann ich im Dino-Lexikon.
Saurier? Nein. Paläontologie? Nee. Verletzungen? Nee. Gibt es eine zweite Seite? Nee. Ja, dann fahren wir dich, fliegen wir dich halt nochmal rüber. Tut mir leid. Oder wir transportieren ihn und schauen, was passiert. Scheiß drauf. Oh, das könnte echt gut oder böse enden. Wir werden es sehen. Also mit dem Dilophosaurus vertragen sie sich nicht. Also mit den Kollegen, die hier drüben sind, ist er gar nicht fein. Ich würde die trotzdem gerne in ein Gehege halten, aber Mai dann halt nicht. Dann braucht er jetzt ein eigenes Gehege. Haben wir jetzt eh schon lange nicht mehr gemacht. Und das wird jetzt so ein... So ein Anschlussgehege sein. Kriegt hier vorne sein Tor rein. Und da wird dann die sozusagen die Straße mal wieder rausführen. Das haben wir jetzt ja schon lange nicht mehr gehabt, dass wir irgendwo mal einen Weg rausführen lassen. Dass die Leute sozusagen hier rumwandern können. So. Dann hätte ich gerne, dass wir hier den auch eine Möglichkeit geben, dahin sich zu verbinden. Weil dann können es da auch langlaufen. So, okay. Und jetzt muss ich wieder selber fliegen, weil sie es nicht hinkriegen, ne? So. Der braucht Nüsse. Wir machen dem hier in der Mitte so einen schönen Pont hin. Wir geben den hier Wald. Tun den Wald hier drüben so ein bisschen ausradieren. Und ich glaube, er hat aber auf Nüsse aus, ne? Nüsse, Baum und Boden. Kriegt er dann hier drüben so hin. Gut, dann brauchen wir den Heli wieder. Direkt steuern. Wir müssen nochmal unseren Dicken einfangen. Hab nicht getroffen. Treffer. Treffer. Dicke muss alleine leben. Schaut gut aus. Ist wieder eingeschlafen. Und dafür kriegt er ein ruhiges, angenehmes Gehege. Wie Stromausfall bei 5. Wie Strom... Hä? Die Stromausfälle checke ich überhaupt nicht. Das ist echt schlimm. Ich würde gerne verstehen, woher die kommen, die Stromausfälle. Oh, schau mal an.
2899. Jetzt wieder weniger, aber wahrscheinlich, weil wir gerade dem Dicken verfliegen. Was haben wir noch so zur Auswahl? Baryonyx. Aha. Was Kleines wäre auch mal was nett. Synchronix. Okay. 4 Stück davon. Ein Torosaurier. Holen wir uns diese kleinen Dinger. Die finde ich ja irgendwie knuffig. Wir schicken die 2 Zehner los. Die sollen die uns besorgen. Vielleicht wäre das das für viel, was für so Mini-Gehege. Die werden ja sicher nicht viel Platz brauchen, wenn die so kleine Viecher sind. Beginne Produkttransport. Und wenn ich jetzt hier... Außenmaße nehmen von den Gehegen. Bestätige Produktzustellung. So. Hier zum Beispiel eine Tür irgendwo hin. So hin und dann ein Anlagenblickpunkt. Der wäre halt echt am besten hier, ne? Da müsste ich die Straße hier nochmal abreißen. So. Dann machen wir genau das, was er jetzt hier jetzt vorgeschlagen hat. So. Und hinten eine Straße dran. Perfekt. Dann haben wir hier so ein Mini-Gehege für die Viecher. Schauen wir mal, das könnte ja ganz gut werden. Das könnte ganz, ganz gut werden. Angehende Übertragung. Sie haben sie gefangen. Und wie viel davon? 3 von 4. So. Saurier transportieren. 1, 2, 3. Die kriegen jetzt von meiner Seite aus einfach was zum Knabbern. Hier so ein kleines Teilchen. Das sollte den kleinen Viechern ja voll reichen. Guck mal, da kommt sogar ein anderer Heli. Weil sie es einfach nicht verdient haben, mit den Riesen geflogen zu werden, weil sie viel zu klein sind. Alter, ist das übel böse. Zustellung abgeschlossen. So, das ist blöd, aber wieder, wir brauchen jetzt eigentlich mal einen. Okay, okay, wir machen Fortschritte, aber es gibt immer noch mehr Aufgaben, für Sie zumindest. Das nächste Ziel wäre zum Beispiel so eine Aufgabe. Ja, ja, wir schauen uns das Ganze an. Kriegen jetzt hier auch noch mal wieder so einen Überwachungspunkt, wo dann der neue Ranger zuständig ist. Das zweite Einfangteam auch. Perfekt. Weil dann schauen wir uns die gleich an. Aber aktuell schaut es so aus, als ob wir bei allen über 70% sind.
Was eine richtig gute Leistung ist. Ich mag vor allem dieses Riesengehege, was wir gebaut haben. Da würde ich noch viel mehr Viecher reintun und das noch overpopulaten. Aber... wir haben es geschafft. Hey! Lol! Ist doch gut gelaufen. 4 Folgen haben wir gebraucht. Also ich habe jetzt einen Abend dran gezockt. 1 Stunde hat nur die eine Mission gebraucht. Ich weiß nicht, was ich von der Story teilweise halten soll. Das hat sich jetzt eher so wie lernen. Du hast es, ich habe euch gezeigt, wie das funktioniert. Jetzt lernst mal, ne? Also ich könnte mir irgendwie gut vorstellen, dass die Story eher so Tutorial-mäßig ein bisschen was hat. Weil du immer so Stück für Stück ein bisschen was mit Story weiterlernst und bauen und hin und her und Unterstützungsgebäude und Krankenhalten und weiß der Kuckuck was und jetzt ein bisschen forschen auch. Ich bin gespannt, was in der nächsten Mission kommt. Die sehen wir dann in... ja, wenn ich hier das rede und ihr das seht, dann nächste Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Genau. Ende gibt's noch für euch. Ich habe wieder vergessen. Das hatten wir auf der Isla Nublar verwirklichen wollen. Ein Ort, an dem die Saurier sich gut entwickeln können. Minus den Vulkan, natürlich. Ein ziemlich großes Minus. Wir können alle stolz auf das sein, was wir hier erreicht haben. Aber? Aber was? Ich höre es an deiner Stimme. Okay, okay. Ich frage mich nur, was Dua vorhat. Ich kaufe ihr das Gerede von... rette die Zukunft, indem du die Vergangenheit kontrollierst, nicht ab. Ja, Lambert hat erwähnt, dass einige der Tiere an einen unbekannten Ort gebracht wurden. Er wollte oder konnte nicht sagen, wer die Lieferung entgegennahm, aber es war nicht die Naturschutzbehörde. Eine dritte Partei? Und wir wurden nicht zur Sitzung eingeladen.